Und damit schauen wir zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Guten Morgen, Christoph. Ja, wir haben es ja gerade gehört, die schwersten Angriffe Russlands auf die Ukraine seit langem. Welche Informationen hast du darüber? Also es sieht sogar danach aus, dass das der schwerste Luftangriff auf die Ukraine ist seit Kriegsbeginn. Also seit Februar 2022. Wie wir das hier mitkriegen, auch über das Nachrichtenportal Vojenna Chronika, was so viel heißt wie Kriegschronik, haben die Russen mindestens mit 50 bis 60 Marschflugkörpern angegriffen, weit über 100 Drohnen, dann auch die Iskander-Kurzstreckenrakete wohl. Und es ist sogar die Rede davon, dass auch die Hyperschallraketen vom Typ Kinschal zum Einsatz gekommen sind. Auf Deutsch heißt das Ganze dann Dolch. Es sind Städte angegriffen worden, ganz im Westen, wie Lwow, Dnepropetrovsk auf Russisch, auf Ukrainisch Dnepr ist angegriffen worden, auch eine Großstadt, Odessa, Charkiw. Also man kann sagen, im Prinzip landesweit kritische Infrastruktur haben die Russen attackiert, Truppenübungsplätze. Es soll sogar in Lwow die Akademie des Heeres angegriffen worden sein. Es gibt hier Berichte, dass das Gebäude sogar zerstört worden ist. Dann haben wir natürlich Luftwaffenstützpunkte wie Stara Konstantinow auch in der Westukraine, Fabriken, Hafen, gerade auch in Odessa. Also ein umfassender, wirklich umfassender Angriff. Über die Dimension der Zerstörungen kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Wir haben natürlich hier vor allem Zugriff auf die russischen Kriegsblogger. Und da ist natürlich nach so einer Attacke der Jubel groß. Nur muss man immer differenzieren zwischen Emotionen und Jubel und dann der Realität, was tatsächlich durch diesen Angriff zerstört werden konnte. Das ist im Augenblick tatsächlich nicht seriös zu beantworten. Wenn wir noch einmal ganz kurz darauf gucken, was die Ursache für diesen massiven Angriff sein könnte, da denke ich, dass das eine Vergeltungsattacke gewesen sein könnte. Vor wenigen Tagen haben die Ukrainer auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim im Hafen für Odessa ein russisches Landungsschiff zerstört, wohl die Nowotscherkassk. Und davor noch einige Tage gab es Angriffe auf die russische Luftwaffe. Da sind wohl drei Su-34 zerstört worden, wohl durch das Flugabwehrsystem Patriot im Bereich Cherson. Und das könnte jetzt ein Racheakt gewesen sein. Das zumindest behauptet Marat Bashirov. Das ist ein kremlnaher, wichtiger Politologe hier und Hochschulprofessor in Moskau. Und der hat heute so einen Post veröffentlicht. Er hat gesagt, die Ukrainer verstehen nur die Sprache der Härte. Allein wenn man es bei Drohungen belässt, nützt das gar nichts. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.